Hallo Leute, willkommen zur sechsten Folge von Humankind Zusammenapfel. Hallo. Letzte Folge haben wir hier drüben einen neuen Kontinent entdeckt und auf unserem Kontinent herrscht Krieg. Ja, solange wir nicht in den Krieg mit reingezogen werden, ist mir das relativ. Aber wir haben jetzt eine neue Stadt. Ich hätte mir vielleicht überlegen können, wie ich die nenne. Die haben drei Städte. Das wird so heftig, die zu überfallen. Aber ich habe das City Cap halt auch nicht, ist das Problem. Wie nenne ich die jetzt? Ja. Yeah. Bevor wir jetzt hier nichts weitermachen können, fange ich erstmal an, hier ein bisschen Stuff zu bauen. Ah, okay, das bringt mir nichts. Und lass euch hier noch ein bisschen erkunden. Während meinen Turn. Hä? Was? Ich habe wieder eine. Ach, weil ich Philosophie erforscht habe. Ach Gott, Rosenheim ist meine schlechteste Stadt, ne? Das ist nicht deine Hauptstadt. Ne, Ah, okay. Munich ist meine Hauptstadt. Hier sind. Oh mein Gott, nein, das bringt mir gar nichts. With five makers' quarters, an empire could build all sorts of interesting and troublesome things. Hallo, ich wollte bauen und nicht mit euch interagieren. Es sei für mich nicht von Bedeutung. So. Da. Oh lol, ich hab alle Error Stars. Könnte wechseln. Später erinnern, mein Freund. Ich krieg gleich noch zwei. Ich krieg gleich noch zwei Error Stars und ich könnte mir noch einen Easy holen. Der erste Kalender. Ich will mich da bitte nach der Sonne richten. Warum sollte ich mich nach dem Mond richten? So, nochmal ein Error Star. Jetzt muss ich mich halt hier prinzipiell beeilen, was so ein bisschen Stability angeht. Hier haben wir 100% Stability, das ist easy. Hier haben wir 87, ist easy. Ich bräuchte einfach ein bisschen mehr Geld. So, 165 pro Runde sind nicht genug. Kann das denn noch gar nicht hervor? Oh. Okay.
Circa 3 Runden brauche ich noch, dann kann ich. Dann kann ich chillen gehen. Der nächsten Epoche. Ja, ich brauche noch ein. Eine Technologie und 2 Gebiete eigentlich, dann hätte ich nochmal 2 Aerostars. Ja, das hört sich doch gut an. Ich brauche noch meinen Geldstern. Dann habe ich meinen nächsten Aerostar noch. Wir sind im Jahr 480 unserer Zeit, anscheinend. Und immer noch ist nicht die ganze Welt kolonialisiert. Glaubst du selbst nicht? Haben wir hier nochmal einen Outpost? Ich finde schön, wie meine dritte Stadt jetzt schon mehr Industrie rausballert als meine zweite Stadt. Oh, ich kann jetzt 4 Städte machen. Wie, du kannst 4 Städte machen? Wow. Ich kann 4 Städte machen. Das ist ein großer Sprung, mein Freund. Kann ich das bei denen noch dementen? Nee. Sad. So, easy im Bauernviertel. Dann mache ich dann nur noch minus 1 Euro. Ein Weizen. 5 Farmers Quarters. Ja, ja, ja. Oh, fuck. Schließt den Bau von 29 Bezirken in eurem Reich ab. Ah, das muss ich jetzt eigentlich auch noch machen. Kann ich nicht Nein zu sagen. Ich hab 27. Ich hab 26. Aber nächste Runde habe ich 27. If trouble comes, 5 Market Quarters should provide you with a number of pragmatic answers. Oh shit, ich hab so ein Essensproblem in meiner Stadt. Oh, meine Stadt geht Richtung 44% Stability. Das hier ist Kaffee! Kaffee, Jungs! Okay. Ah. So, was für Debuffs kriege ich eigentlich, wenn ich über mein Städtelimit komme? Ich weiß nicht, ob die so schlimm waren. 311. Nächste Runde kann ich die fertig machen. Easy. Zack. Das ist auch in 4 Runden fertig. Das ist in 3 fertig. Das ist in 6 fertig. Ich muss noch 1 bauen. Ja, lol. Sie haben diese Idioten. Sie haben jetzt nach keine Ahnung wie vielen Turns endlich ihren Outpost abgegeben, den ich damals mal gedemandet habe. Oh, ich habe schon vergessen, dass ich den überhaupt noch demande. Danke, Jungs. Liebe euch. Mich würde interessieren, in welcher Epoche die sind, weil die erst einen Stern haben. So, Jungs, was macht ihr eigentlich? Wo war ich eigentlich gerade? Hier war ich gerade. Oh. Ich kann den Epochenstern noch abholen. So. Meine Nachbarn sind jetzt needy. Die wissen, dass sie kurz vor dem Tod stehen. Plus 5% pro Allianz auf alle Städte. 1, 2. Ich musste übrigens schon wieder Truppen ausbilden, um die Stadt vor dem Verhungern zu retten. Teutonen plus 1 Geld pro Staatsreligion Anhänger. Ah. Kümmer. Ich glaube. Oh Gott.
werden die die Garnäer. Ich werde jetzt ein Garnäer. Oh, minus 10 Stability. Achso, nee, das ist einfach nur auf einen Luxusmarkt. Raw mach ich. Ach so, jetzt wollen die nicht Angriffspakt. Meinetwegen, meine Freunde. Meinetwegen. Habt Angst vor meinem großen Empire. Mit meinen 3 Truppen. 4. 4 ist ein 4. Nicht, dass hier jemand auf blöde Gedanken kommt. Joa. Wisdom and technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge, and we immediately use it to find new ways. Du hast die nächsten, okay. Ja, ich habe alle Eras durchgemacht, die ich schon gekriegt hätte können. So, und dann werden die nächsten Truppen an die Front deployed. Mehr? Also habe ich jetzt 12 Truppen an der Front. Und 3, die meine Hauptstadt beschützen. Nee, können eigentlich auch an die Front gehen. Ich finde es immer schön, wenn dann über einen deiner Städte gegangen wird und dann werden sie, dann ändern sich die Buildings. Das ist immer, schön, wenn man seine Era ändert. So. Ja, ich könnte jetzt einen Luxusmarkt bauen. Die bringt mir hier drüben 17 Euro. Ich, und das bekomme ich. Dann bekomme ich noch 2 Era Stars. Nein! Warum geht denn hier die Stability nach unten? Nee, warte mal, das mache ich trotzdem als erstes. Und dann muss eigentlich als nächstes das hier mal kommen. Scheiß mal auf die Stability. Und ihr lauft einfach weiter. Nein, warte mal, fuck, da war doch ein... okay, egal. Lauft einfach weiter in die Richtung. Bei Eras? Komm! Ja, eigentlich können wir nach oben. Was? Oh, ich bin jetzt... Ach ja, stimmt, ich bin jetzt die Zivilisation von Ghana. Deswegen sehen meine Truppen anders aus. Land und Freiheit. Ja, komm, will ich mir nochmal anschauen, sowas. Ermöglicht es Gebiete mit Geld statt mit Einfluss zu beanspruchen, anzugliedern und zusammenzulegen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich will lieber die Nahrung haben. Oh Gott, hier geht meine Stability aber ganz schön runter. Da brauche ich jetzt kein Geld für ausgeben. Oh, mein Nachbar hier gibt mir gleich nochmal einen Outpost, wenn es so weitergeht. Schau gerade, was für eine Zivilisation ich haben will. Da muss ich natürlich ein bisschen drauf schauen jetzt.
wofür hast du dich entschieden? Ja. Ich bin jetzt ein Mongole. Er will mir den Outpost-Visa nicht geben. Hast du denn... Wie oft muss ich dir in diese Lektion noch beibringen, alter Mann? Da war die obligatorische SpongeBob-Anspielung. ja, komm. Lauf einfach da mal ein bisschen ins Land rein. Das ist ein hoher Berg da. Der sieht hoch aus. Ah, die Truppen, da sind sie. Wo marschiert die überhaupt hin? Ich traue mich hier nicht noch was zu attachen, weil die mögen mich eh schon nicht. Geil. Armee ist auf See verschollen. Ja komm, leck mich am Arsch. Stimmt überhaupt nicht. Ich sehe die doch. Oh, das brauche ich. Das brauche ich unbedingt, sagt er. So, Belagerungstechnik erforscht. Jawohl, ja. Du, okay. Es gibt drei Religionen auf meinem Kontinent. Es gibt mich, es gibt die Roten und es gibt diese ein Drittel, wo einfach nur die Heiden sind, ne? Ja, gut, bei mir gibt es zwei. Meine Religion und die von meinem Nachbarn, die mittlerweile meinen anderen Nachbarn mit einschließt. Ja, mein Nachbar hier geht ein bisschen riot, was so. Was so die Dinge angeht. So, das Horn des Einhorns. Eine unangenehme Folge eures Ruhms ist der schier endlose Strom verzweifelter Glückssucher und Quacksalber unter den ehrbaren Leuten, die um eine Audienz bitten. Heute steht ein, nach eigenen Angaben, legendärer Jäger aus einem fernen Land vor euch, der behauptet, ein Einhorn erlegt zu haben. Er präsentiert euch das angebliche Horn dieses Fabelwesens und schwört, dass es seinem Besitzer mehr Strahlkraft und, physische Energie verleiht. Das Objekt ist elegant und wahrlich außergewöhnlich, doch die merkwürdigen, gewundenen Markierungen entlang des Horns könnten auch von Menschenhand hinzugefügt worden sein. Ja, da beschlagnahmen wir natürlich. So, das hat hier nichts zu versuchen, hat hier nichts zu suchen auf meinem Markt. So. Das ist immer ein bisschen beschäftigt. Es gibt aber, glaube ich, keine Tiere mehr, die hier auf der Map rumlaufen. Endlich können wir keine Mammuts mehr den Weg versperren. Oder Bären mich überfallen. Diese verdammten Bären. Wie ich sie hasse. Habe ich hier. Ach, die Unicorns Horn. Ich zahle die 1000, ich brauche die Stability. Oh. Oh, ich stehe im Gegner. Oh. Oh, das ist ja gar nicht mein Gebiet. Ups. Was? 22,5? Auch irgendwie, wie mich zu euch dazu stecken kann. Wo will ich das bauen?
für First Ship? Hä, was passiert hier? Ich habe einen Bogenschützen gebaut. Was laberst du mit meinem ersten Schiff? Was ist denn hier, dass Bogenschützen auch Schiffe fahren können? Ja, aber ich habe kein Schiff gebaut. Ja, yeah, ich habe noch einen Outpost gekriegt von dem Arsch noch. Easy. Haha. Jetzt breite ich meine Religion mal wieder ein bisschen aus. War auch lange überfällig. Kann ich jetzt hier vielleicht auch mal was Interessantes finden? So, oder lauft hier einfach nur ein bisschen? Wer will denn hier? Ah ja, mein Nachbar, der mich hasst, will mit mir Luxusgüter handeln. Natürlich, alles für das Geld. Dafür tue ich doch alles. Ein neues Treaty mit denen, damit ich noch mehr Geld bekomme. Mein Nachbar hat schon wieder die zweite Stadt von denen eingenommen. Mal schauen, ob er sie jetzt endlich übernehmen kann. Das wäre so insane. Ich breite meinen Influence mal ein bisschen weiter aus. Das ist schon mal schön. Einer meiner Außenposten verliert die ganze Zeit seine Bevölkerung. Warum hast du auch so viel? Warum, hä? Ich weiß nicht mehr, was hier abgeht. Was ist das? Ja, die in jeder Runde verlieren die eine Population und bekommen wieder eine. Was ist denn mit euch? Lass sie halt. Oh. Ich kann endlich was bei meiner Religion machen. Jawoll! Judentum, let's go. Was? Ich kann es in der Religion auswählen. Ich habe mich halt fürs Judentum entschieden. Wer hat... Luxus ablehnen genommen? Was? Bei deiner Religion hast du Luxus ablehnen genommen? Bist du Taoismus? Ob ich Taoismus bin? Ja. Was bin ich denn? Keine Ahnung. Ja, ich bin Taoism. Du Hurensohn. Dann nehme ich Enthaltsamkeit. Weißt du, wie lange das schon her ist? Keine Ahnung. Warum bin ich eigentlich erst so langsam? Ja gut, ich hab halt eine Weltreligion hier bei mir auf meinem Gebiet. So. Die haben halt, keine Ahnung, wahrscheinlich ein paar hundert Kollegen, die da ihre Religion unterstützen. Aber Enthaltsamkeit ist, glaube ich, recht gut. Was mir nicht gefällt, ist, dass es immer teurer wird, Dinge fertig zu kaufen. Das ist sowas, das gefällt mir nicht. Ja, Armee auf dem Meer verschollen. Ja, ja, ja. Du willst nur die Aufmerksamkeit, mein Freund. Ich weiß schon. Wie Propose Alliance. Demand. Trade Route blocked. Fuck. Aber sie sind geyieldet. Oh ja. Yeah. Mein Influence wird immer größer. Vielleicht kann ich ja doch noch meinen Kontinent irgendwie unter eine Hand bringen. Bevölkerungsabnahme. Schön. Ja, genau. 33.000 Gold. Wie schaue ich denn? 25.000 Influence. Ich werde keine einzigen dieser Dinger bekommen. Ne? Oh, shit. So, lass uns mal schauen, wo wir den Leuchtturm hier hinbauen. Ich hätte den gerne hier. 77 Runden, ne? Das glaube ich nicht, weil
Meine anderen beiden Städte, die helfen dann natürlich mit. Dann sind die in 17 Runden durch. Und ihr erkundet hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was eure Mission hier ist. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass die Folge jetzt schon wieder vorbei ist. Lasst doch ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Morgen 14 Uhr geht's weiter und tschüss. Tschüss.